Super Dragon Ball Heroes Episode 44. Hi. Endlich ist die Folge draußen und das war eigentlich eine sehr gute Folge, weil wir haben hier Bardock und Son Goku miteinander kämpfen sehen und es gab auch noch andere Sachen. Yamcha hat eine neue Freundin. Wenn ihr das alles erfahren wollt, bleibt einfach dran. Let's go, das verdammte Häschen. So Leute, am Anfang der Folge hat Bardock gegen Son Goku gekämpft und Bardock war in seiner Baseform vor Son Goku und Son Goku hat seinen Vater nicht mal erkannt. Also er hat sich dann auch gefragt, wer ist denn das? Und Bardock hat gar nicht geredet mit Son Goku, es gab keinen Dialog. Bardock hat sich sofort in den dreifachen Super Saiyajin verwandelt und Son Goku hat sich in den Ultra Instinct verwandelt und hat dann zu Jiren gesagt, hey Jiren, lass mich gegen diesen Kämpfer kämpfen. Also Son Goku ist schon so ein bisschen ein Spätzünder, weil er sagt, ich glaube, das ist ein Saiyajin. Also ich meine, er hat das gleiche Gesicht wie du, er hat einen Saiyajin-Schwanz, er kann sich verwandeln. Was soll denn sonst sein, verdammt noch einmal, in Namekiano oder was? Der Kampf geht aber nicht lange. Bardock tut einfach seine Attacke aufladen, also die gleiche Attacke, wo er gegen Freezer im All eingesetzt hat, wo es da nichts gebracht hat. Diese Attacke tut er dann auch. Hier startet mit einer Hand, also dieser Feuerball, und Son Goku macht sein Kamehameha. Während beide die Attacken jetzt gegeneinander abschießen, muss ich sagen, dass Son Goku hier ein bisschen ins Schwitzen kommt. Obwohl Bardock eigentlich im dreifachen Super Saiyajin ist, muss Son Goku hier sich sogar anstrengen im Ultra Instinct. Aber wir wissen ja, dass Bardock ja die schwarze Magie da bekommen hat und die haben alle ja ein Power-Up bekommen. Und deswegen hat Son Goku hier Probleme, aber er gewinnt dann trotzdem den Clash zwischen den beiden. Bardock sagt dann, hey, für mich ist es irgendwie gar nicht so schlimm, dass ich hier verliere. Und Bardock weiß, dass Son Goku, also Kakarot, sein Sohn ist, aber Son Goku weiß es leider nicht. Bardock philosophiert dann, dass Kakarot, also sein Sohn, diese Stärke ganz alleine bekommen hat, obwohl er auch eher ein Low-Class-Warrior ist. Das heißt, Bardock kann mit Training auch dieses Level erreichen und die tun sich nur anlächeln. Also es gibt da keinen großartigen Dialog und das finde ich schon ein bisschen schade. Ich hätte mir da gewünscht, dass Bardock zu Son Goku sagt, hey, mein Sohn, ich bin stolz auf dich, dass du ganz alleine diese Stärke erreicht hast und so weiter, den umarmen, bisschen über den Super Saiyajin babbeln, bisschen über Freezer babbeln und solche Sachen. Das hat mir da ein bisschen gefehlt. Aber vielleicht kommt es ja in der nächsten Folge, weil das war jetzt eigentlich das erste Aufeinandertreffen von Son Goku und Bardock jemals, also wir haben das ja noch nie gesehen, außer in einer anderen Super Dragon Ball Heroes Folge. Das war so eine Special Folge, aber da hatten die auch keinen Kontakt. Die waren ja nur in einer Bildfläche zu sehen, aber hier war es jetzt wirklich, dass die wirklich ernsthaften Kontakt hatten. Leider ohne Dialog, nur ein kurzer Kampf. Und ja, Jiren hat natürlich nichts gemacht. Er stand dann da, weil Son Goku, wie gesagt, hatte ja gemeint, lass mich selber gegen diesen Saiyajin kämpfen, weil wir sind zwei Saiyajins, wir müssen gegeneinander kämpfen. Und Jiren sagt dann, mach was du willst. So, Leute, jetzt kommen wir mal zur nächsten Szene. Bei der nächsten Szene hat Vegeta gegen so ein Mädchen gekämpft und Hit auch und Yamcha auch. Geta geht dann noch in seine Blue Evolution Form und macht dann seinen Final Flash und tut dann ja die Schutzhülle von diesem Mädchen hier durchbohren, ähnlich wie bei C17. Yamcha ist eigentlich am Verlieren gegen dieses andere Mädchen. Dann gibt es noch dieses blau-türkise Mädchen, wo gegen Hit kämpft und Hit war dann kurz vorm Vollstrecken und genau in diesem Moment ist dann Yamcha gekommen und hat seine Wolfstechnik eingesetzt und hat das Mädchen gerettet. Und das Mädchen war so gerührt von Yamchas Wohltat, also ich meine von seiner Heldentat, und hat dann zu Yamcha gesagt, hey, danke dir, dass du mir mein Leben gerettet hast und eigentlich finde ich auch, dass du ein sehr, sehr hübsches Gesicht hast. Sie wollte danach Hit attackieren und hat dann noch hinzugefügt, dass Yamcha ihr Darling ist, ihr Schatz. Und dann haben alle so komisch geguckt. Ich finde es eigentlich süß, dass Yamcha jetzt auch eine Freundin hat. Und ich muss sagen, dieses Mädchen passt doch irgendwie perfekt zu Yamcha. Die ist hübsch und Yamcha hat ja wirklich auch ein schönes Gesicht. Nur er ist halt ein bisschen ein Dussel, weil er ja immer am Ablosen ist und gegen so einen Pflanzenmann eine große Show abzieht und dann tot rumliegt. Aber so ist halt Yamcha. Er kann halt nur Baseball gut. Jetzt kommen wir mal zu der letzten Szene. Dieses Kaioshin-Mädchen geht zu dem anderen Kaioshin-Mädchen der Zeit und verlangt die Zeitrollen zurück. Das sind wahrscheinlich die Zeitlinien, wo abgemurkst wurden. Und das Kaioshin-Mädchen der Zeit sagt dann, ja, dann hol sie dir doch, wenn du dich traust. Und dann endet auch die Folge. Jetzt kommt auch mein
Fazit zu der Folge: Ich fand's geil, dass wir endlich mal animiert Son Goku und Bardock kämpfen sehen haben. Leider gab es keinen Dialog. Es wäre echt geil gewesen, wenn Son Goku und Bardock sich umarmt hätten, bisschen geredet hätten. Das hat noch so gefehlt. Aber vielleicht kriegen wir das in der 45. Folge. Yang Chu hat eine neue Freundin. Endlich kann er auch mal eine Familie gründen. Er war ja jahrelang in Bulma verknallt. Aber dann hat Vegeta Bulma weggeschnappt. Und dann müsste ich sagen, dass Yang Chu mit diesem blauen Alien Girl da vielleicht auch eine neue Loser-Mannschaft. Ach ne, Spaß, Leute. So ein großer Loser ist er jetzt auch nicht, er ist ein Baseball-Champ. Er lag ja dann auch auf dem Boden, wie damals gegen die Pflanzenmänner. Ach, Yang Chu ist halt so eine Sache. Er ist ein witziger Typ, aber er ist einfach nicht so ein Macher. Er ist halt mehr so ein Dummschwätzer. Tut mir leid, Yang Chu, aber du bist trotzdem sympathisch. Ja, Leute, das war's dann. Und dann würde ich mal sagen, Leute, sorry wegen den Nebengeräuschen. Ich bin hier unterwegs in Deutschland mit der Bahn und ich musste das Video jetzt auch draußen aufnehmen, deswegen gab es hier ein paar Windgeräusche und Bahngeräusche und ein paar Kindergeräusche, die im Hintergrund spielen, aber ich wollte halt unbedingt dieses Video für euch machen und wenn ihr wollt, könnt ihr mir auf YouTube folgen oder auf TikTok oder was weiß ich wo und kommentiert mal eure Meinung hier rein. Ja Leute, und dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao Bella und adios amigos.